Also Kaito Ishida und Faustina Stefanska vom SV Schott Jena und auf der linken Seite Leonie Strunz vom PostSV Gera und Lukas Böhme vom SG Braunigswalde. Ja, wenn Sie die Spielerinnen und Spieler noch nicht kennen, vielleicht noch ja, kleine Einordnung. Also Leonie Strunz hat auch letztes Jahr bei den Landesmeisterschaften schon super Ergebnisse erzielt, hat viele gute Leute geschlagen, ist auch sowohl im Nachwuchs als auch bei den Damen in der erweiterten Thüringer Spitze bereits angekommen. Lukas Böhme momentan mit seinem SG Braunigswalde im heißen Meisterschaftsrennen noch in der Thüringenliga dabei. Faustina Stefanska ganz neu im Thüringer Tischtennisverband mit einer Jugendfreigabe und einer Einzelsportfreigabe bei den Damen. Ganz neu im TTTV aus Niedersachsen, spielt dort dritte Bundesliga bei den Damen im Mannschaftsspielbetrieb. Und Kaito Ishida, eines der Top-Talente in Thüringen, auch einer der Top-Favoriten im Herren-Einzel, spielt momentan mit seinen Herren vom SV Schott Jena in der Oberliga eine überragende Saison, ist dort Tabellenführer und hat dort einen massiven Anteil. Genug der Vorrede, rein ins Finale, Mixed, gemischtes Doppel. Kaito Ishida, Faustina Stefanska gegen Leonie Strunz und Lukas Böhme. Super Eröffnung hier von Lukas, ganz früh analysiert, dass der Ball an der Seite runterfallen wird, umlaufen und mit Vorhand einem weichen Topspin gespielt. Das ist auch so seine Stärke, diese rotationsreichen Topspins. Das eröffnet immer wieder Möglichkeiten für Leonie auch hier nachzuspielen, ja, weil die Bälle dann tendenziell ein bisschen höher zurückkommen, wenn eben viel Rotation drin ist. Und das passt sehr gut zusammen, dieses weiche Spiel von Lukas und dieses Schussspiel von Leonie. Und sie können sich hier erstmal eine kleine, aber feine 4:2 Führung zur ersten Handtuchpause erarbeiten. Hier sehen wir es nochmal wirklich stark von Kaito hier noch umgeschaltet reagiert, aber es reicht leider nicht mehr. Starke Eröffnung hier von Kaito. Das ist auch seine ganz, ganz große Stärke, dieses variable Eröffnen mit Vorhand in alle Platzierungen, alle Schnittvarianten. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Sehr intelligenter Spieler, sehr gutes Spielverständnis und für sein noch sehr, sehr junges Alter auch eine extrem hohe Ballsicherheit, die natürlich auch mit vielen, vielen Trainingsstunden einhergeht. Die kann man sich nicht erkaufen, diese Ballsicherheit, die muss man sich erarbeiten. Und das macht der Kaito Woche für Woche vorbildlich. Und die Kombination Strunz-Böhme bleibt hier weiter in Führung. Ja, auch in dieser Partie würde ich sagen, Ishida und Stefanska sind leicht zu favorisieren. Aber wir haben es ja eben im Halbfinale schon gesehen. Strunz-Böhme sind immer da, kämpfen und sind für jede Überraschung gut hier heute, glaube ich. Sieben Ausgleich, Aufschlag Jena, das könnte jetzt einen kleinen Vorteil bedeuten. Schauen wir mal, ob sich die Jena-Kombination jetzt hier absetzen kann. Boah, starker Ballwechsel, da ist der Kaito zur richtigen Zeit noch da und spielt noch einen qualitativ hochwertigen Ball. Richtig gut. Ja, und auch hier sucht er das volle Risiko. Der Ball war relativ kurz, dafür ein bisschen zu hoch.
Aber da kommt er ein bisschen zu spät hinter den Ball und dann geht er eben ins Netz. Aber das hatten wir eben auch im Halbfinale schon besprochen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das gilt im Tischtennis wie auch im richtigen Leben. Das hat man jetzt hier wieder schön gesehen. Wenn man den Ball einfach nur reinspielt, dann sind die Gegner eben auch stark und können dann selber angreifen. Und gerade Leonie und Lukas haben wir ja schon erlebt, dass sie auch wirklich variantenreich in ihrem Angriff agieren können. Da hilft es also nichts, mit dem Fuß auf der Bremse zu stehen. Neun beide im ersten Satz. Und hier der erste Satzball für Strunz-Böhme. Der erste Satz ist natürlich besonders wichtig. Man will da gerne mit einer Führung in die erste Pause gehen. Das ist gut für die Moral. Und das gelingt der Kombination aus Gera-Braunigswalde hier tatsächlich, den Favoriten den ersten Satz abzuknüpfen mit einem super couragierten Auftritt. Ja, hier schönes Kurz-Kurz über dem Tisch und dann nimmt der Kaito die Vorhand, aber ist etwas zu spät am Ball. Ja, der Ball fällt da schon etwas zu tief. Er kriegt den Schläger nicht mehr richtig drüber und dann geht der Ball hinten drüber. Ja, hier sieht man es mal, was passiert eigentlich in so einer Pause. Da tauschen sich die Spielerinnen und Spieler mit ihren Trainern aus. Es wird dort die Taktik nochmal feinjustiert. Es werden vielleicht Sachen besprochen, die einem aufgefallen sind. Manchmal brauchen Spieler auch nur eine moralische Aufbaurede oder manche möchten eigentlich gar nicht viel hören in so einer Satzpause. Es ist ganz, ganz unterschiedlich, ganz individuell. Und da kommen dann eben die Fähigkeiten der Trainer ins Spiel, dass eben über ihre Athleten zu wissen, ihre Athleten zu kennen und da die richtigen Worte zu finden. Weiter geht's, 0:0, zweiter Satz. Ja, Stefanska, Ishida kommen hier noch nicht so richtig ins Spiel, treffen ihre eigenen Bälle noch nicht so hundertprozentig. Und Böhme Strunz gelingt es eben hier, den Druck hochzuhalten. Also sie schaffen es wirklich, die beiden unter Druck zu setzen, eben auch zu Fehlern zu zwingen, beziehungsweise risikoreiche Bälle zu spielen. Und das ist vor allen Dingen im Doppel durchaus ein Erfolgsgarant. Bei 2, absolut ausgeglichener Beginn. Faustina steht hier nicht ganz hundertprozentig gut zum Ball. Vielleicht sehen wir es jetzt hier nochmal in der Slow-Mo, dass sie etwas zu weit weg vom Ball ist. Ja, sie versucht das Richtige, sie versucht mit der Rückhand aktiv zu spielen, ist hier aber zu weit weg vom Ball. Ja. Also sie muss da mit dem Ellenbogen zu weit aufmachen, verliert dadurch die Kontrolle, kann sozusagen den Ball nicht richtig vorm Körper treffen und daraus resultiert eben dann der Fehler. Super Topspin-Topspin-Duell hier, welches die Jena-Kombination für sich entscheiden kann. Beide schön aus der Halbdistanz immer wieder gegengezogen mit viel Kontrolle, nie die Nerven verloren. Super starker Ballwechsel. Ah, klasse Rückhand von Faustina.
sehr gefühlvoll. Jetzt können sich hier die Favoritinnen aus Jena so ein bisschen absetzen. Schauen wir mal, ob die Underdogs, ja, das ist ein starkes Wort, Underdogs, also sie haben ja ein super Turnier gespielt, aber eben vom QTTR her spielen hier die beiden Erstplatzierten der Setzliste auf Jena Seite. Ja, deswegen kann man von Underdogs durchaus sprechen. Schauen wir mal, ob die Underdogs hier nochmal sich brappeln können und in diesem Satz vielleicht noch eine kleine Chance entwickeln. Ist allerdings ein langer Weg bei 7 Satzbällen für Jena. Und den ersten nutzen sie direkt. 11:3, damit 1:1 Satzausgleich. Und wir schauen uns hier nochmal eine Zeitlupenstudie an. Super Aufschlagpunkt, der eben auch mit einem Satzgewinn belohnt wurde. 1:1, alles offen, völlig unklar, wer sich hier absetzen kann. Die Frage ist jetzt, fällt der Kombination Strunz-Böhme hier noch ein Spielrezept ein, um diesen Flow der beiden Top-Gesetzten hier nochmal zu durchbrechen? Ja, wir sehen es hier auch. Schöne Rückhand. Also gerade Faustina hat sich hier in der Mitte des zweiten Satzes enorm gesteigert. Beide treffen viel besser. Ja, hier sehen wir es. Jetzt haben sie die Sicherheit. Das wird jetzt also ein ganz, ganz schwerer, ganz langer Weg für Leonie und Lukas, das hier aufzubrechen. Aber eben gerade solche kleinen Punkte können das erreichen. Ja? Man muss dann mitnehmen, was geht. Aufschlag, Rückschlag, sehr konzentriert sein. Und dann ist immer alles drin, gerade bei den Sätzen bis 11 Punkten. Ist hier alles möglich. Ja. Was die Jena-Kombination eben sehr gut macht hier, ist mit weichen Topspins zu eröffnen. Gar nicht versuchen, irgendwie einen festen Ball zu spielen, sondern wirklich mit Spin zu agieren. Und das ist gerade im Doppel ein besonders effizientes Mittel, weil ich bekomme dann eben einen Ball, den jemand aufgeschlagen hat, den mein Partner zurückgeschlagen hat und ein Dritter hat dann Topspin gespielt. Also ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was für ein Schnitt in dem Ball ist. Also gerade die Person, die den vierten Ball spielen muss, hat dann wirklich ein schweres Los im Doppel. Das sieht man sehr häufig, dass da auch eben der Ballwechsel zu Ende ist. Hier wiederum war Lukas Böhme zur Stelle und blockt eben diesen dritten Topspin wunderbar. Und wenn auch mit etwas Glück, bringt aber hier seine Kombination wieder ins Rennen. Hier sehen wir es nochmal schön. Da der Eröffnungsball von Kaito und da ist der Lukas. Diesmal steht er goldrichtig, liest den Schnitt korrekt. Und dann kann Leonie Strunz hier, wenn auch mit leichtem Netzkontakt, verwandeln. Nur noch 4:3. Stefanska Ishida grooven sich jetzt hier immer mehr ein, machen kaum noch Fehler. Haben hier jetzt auch noch ein bisschen Glück dazu, führen jetzt hier wirklich komfortabel, gerade mit 7:3 Punkten. Haben jetzt auch noch zweimal Aufschlag. Und ganz stark von Faustina hier über dem Tisch, der Flip. Da sehen wir es wieder, diese Qualität in Kaitos Eröffnungsbällen. Man kann ganz schwer erahnen, wie viel Spin wirklich drin ist.
Ja, die Bewegung sieht immer relativ gleich aus und mal ist eben viel Spin drin, mal wenig. Das macht er ganz clever, ganz hervorragend. Und ist eben auch sehr agil auf den Beinen, steht da gut zum Ball. Oh, und noch ein Netzball, das gehört dazu beim Tischtennis. Ist aber trotzdem immer ein Frustfaktor. Und Strunzböhme verkürzen hier nochmal auf 10 zu 5, haben aber dennoch 5 Satzbälle gegen sich. Jetzt nur noch 4, vielleicht fällt ihnen hier nochmal was ein. Schlagen jetzt auch selbst nochmal auf, da ist doch durchaus was drin. Aber mit dem nächsten Netzball abgewehrt, sofort unterbunden die Bemühungen. Und die Favoriten aus Jena gehen hier mit 2 zu 1 in Führung. Hier sehen wir nochmal eine Slow-Mo-Studie aus der Mitte des Satzes. Hier sehen wir schön, wie Kaito rumgeht. Super öffnet. Lukas ist aber da. Und ja, auch wenn der Ball hier am Netz ist, hat einfach Leonie den Ball, bei dem sie sich aussuchen kann, in welche Ecke sie ihn spielt. Ja, das ist einfach durch den super guten Block, den der Lukas da vorher gespielt hat, hat er ihr das ermöglicht. Und wir sehen es hier wieder, Spin ist hier wirklich das Geheimrezept. Viel Rotation führt dazu, dass Böhme, Strunz hier einfach vor großen Problemen stehen und immer nur zum Reagieren gezwungen werden. Ja, also das Tempo ist gar nicht wichtig, sondern Platzierung, Spin sind hier wirklich die Geheimwaffen. Und ja, jetzt sehen wir hier relativ schnell die Auszeit beim Stand von 0 zu 3 und 1 zu 2 aus Sicht von Strunz Böhme. Das ist auch absolut richtig. Ja, man darf jetzt hier die bereits führende Kombination nicht zu weit davonziehen lassen. Man muss da sofort den Rhythmus brechen, sich überlegen, kann ich noch was anderes machen? Im Zweifel ja einfach auf volle Offensive umschalten, wenn man merkt, mit Mitspielen wird das nichts. Dann ist es eben an der Zeit, hier wirklich voll offensiv zu spielen, volles Risiko zu gehen. Schauen wir mal, was sie sich jetzt in ihrer Timeout überlegt haben. Ja, auch hier ist das Mittelspin. Ja, durch den Spin ist es eben auch so, durch die Kräfte, die da auf den Ball wirken, sinkt der Ball eben etwas schneller ab. Das heißt, er fällt früher runter einfach durch die Rotation und hat eben dadurch noch relativ viel Rotation auch. Das heißt, ich komme zu spät an den Ball und der fliegt mir dann drüben einfach oben raus. Ja, also das ist wirklich Spin ist... Hier sehen wir es wieder ganz wunderbar. Viel Spin und schon ist der Ball ganz, ganz schwer zu blocken. Selbst wenn man weiß, wie viel Spin drin ist, ist es phasenweise gar nicht mehr möglich, den Schläger so weit zuzumachen, dass der Ball noch drüben auf den Tisch geht. Und das ist bei beiden Kombinationen hier das Mittel der Wahl. Ja, die gute Nachricht aus Sicht von Strunz Böhme ist jetzt, der Vorsprung wächst nicht weiter. Ja, der bleibt jetzt konstant so bei 2 bis 3 Punkten. Also sie sind weiterhin dran, haben da noch ihre Chance. Wenn sie noch eine kleine Serie einstreuen können, dann sind sie sofort wieder da.
Ja, hier zum Beispiel super. Also super Eröffnung vom Lukas, super gegengezogen von Kaito. Aber dann ist Leonie da und platziert den Ball perfekt, sodass eben beide jener Spieler in einer Ecke stehen und da nicht mehr reagieren können. Ganz hervorragend. Super Ball von Faustina. Ganz klasse gemacht. Hier sehen wir nochmal schön die Absprachen vor dem Ballwechsel. Ja, beide werden sich einig, was zu spielen ist. Und dann geht es rein in den Ballwechsel. Das hilft ungemein. Und je höher das Niveau, umso wichtiger wird das. Ja, nicht nur, um eben zu wissen, was kann ich erwarten, sondern auch die Spieler und Spielerinnen haben dann natürlich auch die verschiedenen Aufschlagvarianten parat und können dann sozusagen taktisch das steuern. Und das ist absolut notwendig, dass man eben weiß, was hat mein Partner vor, wie soll der Ballwechsel aussehen. Und Strunz Böhme können hier noch dranbleiben, 3 Punkte Rückstand. Und jetzt haben wir aber 4 Matchbälle, 4 Championship Points für Ishida Stefanska. Die Kombination vom SV Schott Jena erarbeitet sich jetzt hier 4 Chancen auf den Titelgewinn. Erster Matchball abgewehrt. Strunz, Böhme sind noch da, versuchen hier nochmal alles. Aufschlag Jena. Und auch der zweite Matchball bleibt hier ohne Erfolg bei eigenem Aufschlag. Jetzt vielleicht noch mal die Chance für Strunz Böhme zurückzukommen, wenn sie selber auch gut aufschlagen, jetzt mutig agieren. Ja, das war der richtige Ball, geht aber leider hinten drüber und damit geht der erste Titel 2024 bei den Thüringer Landesmeisterschaften im Tischtennis an den SV Schott Jena. Faustina Stefanska und Kaito Ishida holen souverän den Titel im gemischten Doppel und schreiben sich damit in die Siegerbücher ein für 2024.